Derzeitig gibt es massenweise neue Produkte auf dem Markt. Ihr habt vielleicht mein Wunschliste-Video gesehen und da kommen so ziemlich alle Produkte vor, die ich euch heute zeige. Ich habe mir nämlich einiges gekauft und was das genau ist, wenn du die Wunschliste noch nicht kennst, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich möchte mich hier auf dem Kanal auch für Nachhaltigkeit einsetzen. Dementsprechend richtige Kosmetik, die eben nachhaltig ist und Unternehmen, die das eben auch unterstützen. Das heißt einfach auch mikroplastikfrei, tierversuchsfrei, vegane Kosmetik und vor allem Kosmetik, die was kann. Na, das ist eben auch wichtig. Wir werden von der Industrie schon so ein bisschen veräppelt. Dabei ist Werbung das Ein und Alles. Also wer sich ein bisschen mehr mit Inhaltsstoffen auseinandersetzt, was ich hier eben auch auf dem Kanal mitunter tue, findet dann auch die entsprechenden Sachen, die auch wirken. Also nicht alles, über das viel Werbung gemacht wird, ist auch gut, ne? Also da muss man vorsichtig sein. Wer mein Wunschliste-Video gesehen hat, hat gesehen, da ist das ein oder andere dabei, was ich mir holen möchte. Ich habe nicht alles aus der Wunschliste geholt, um Himmels Willen. Aber es sind nun mal alle No-Produkte, die bis zu dem Zeitpunkt neu waren. Es ist schon wieder was Neues rausgekommen oder kommt was Neues raus. Also eine Creme und ein Serum mit Acelinsäure. Im Moment erstmal nicht, weil ich bin wirklich aufgefüllt jetzt mit Sachen. Und ich würde jetzt einfach mal kurz loslegen, was ich mir geholt habe und was ich in einzelnen Videos dann auch vorstellen werde. Das ist zum einen der Cleanser hier. Der ist mit AHA und PHA. AHA ist nicht ganz so verträglich wie PHA. Also diese Kombination verstehe ich nicht so ganz. Weil mir war die AHA-Säure eben als eher unverträglich bekannt und PHA eben als eine Säure, die verträglicher anstatt dessen ist. Also wenn man beides verträgt, dann ist es kein Problem. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand halt wirklich zu empfindlich ist, kann er diesen Cleanser nicht verwenden. Und bei Säuren muss man halt immer aufpassen. Da stimmt anscheinend der pH-Wert nicht so, dass es peelt. Also das wird nicht peelen, aber es reinigt hervorragend. Es gibt ein Produkt von Colibri, was ähnlich formuliert ist. Da ist aber BHA drin. Und das ist super. Das verwende ich wirklich auch von Kopf bis Fuß, selbst auf der Kopfhaut. Und da bin ich gespannt, ob das da hier auch irgendwas bewirkt. Das ist hervorragend entzündungshemmend, gut reinigend, ohne dass es irgendwie unwahrscheinlich krass austrocknet. Ja, ich werde euch den Preis jetzt auf jeden Fall mal unten einblenden, weil den weiß ich nicht mehr auswendig. Dann habe ich nach einer langen Weile endlich mal wieder einen Rasierhobel. Ich habe mich aber noch nicht getraut, den zu verwenden, zumal ich mir auch gesagt habe, ich will jetzt erstmal das Video hier machen und dann mal schauen, wie es so läuft. Und prompt habe ich beim Klinge reinmachen. Also ihr müsst es euch so erzählen. Also ich bin ein Kind gewesen, das sehr schüchtern war, aber unwahrscheinlich viel Scheiße gebaut hat. So habe ich mich zum einen mal mit Rasierklingen so dermaßen die Finger verschnitten und mit einem Teppichmesser, was ich auseinandergefriemelt habe, dass ich hier immer noch so eine Narbe auf dem Finger habe. Also war von vornherein für mich immer ein bisschen schwierig. Dann hatte ich einen Rasierhobel, da war das noch nicht so bekannt. Mein Vater hatte einen, den hat er nicht mehr gebraucht und dann habe ich mir halt gedacht, nimmst du den so, ne? Neue Klinge rein und fertig. Und hatte mich mit dem Ding so krass geschnitten gehabt. Das hat so krass geblutet. Das war einfach abartig. Auf Höhe der Achillessehne, ein bisschen weiter oben. Das hat so krass geblutet. Und seitdem habe ich mich nicht mehr getraut, einen Rasierhobel zu verwenden. Deswegen hatte ich immer herkömmliche Rasierer aus dem DM. Der scheint aber ein bisschen vernünftiger zu sein. Prompt habe ich die Klinge reingemacht, habe ich mich wieder geschnitten. Ich weiß, das ist so krass.
Ich muss erst noch ein bisschen rausfinden, was diese Skala hier bedeutet. Da ist eine Skala drauf. Wie gesagt, ich habe den noch nicht verwendet. Mal gucken. Ah, ich glaube, da geht der weiter auf und weiter zu. Und seht ihr das? Da seht ihr die Klinge und dieser Abstand hier geht weiter auf und weiter zu. Ich habe einen heiden Respekt vor dem Ding, habe jetzt aber 25 Euro ausgegeben und habe mir jetzt einfach gedacht, komm, jetzt nimm schon mal wieder einen und probier es einfach, reiß dich mal ein bisschen zusammen, aber Respekt habe ich schon echt krass. Der kommt in der Packung daher. Ist natürlich kein direktes Eigenprodukt von No. Und man kriegt sogar ein paar Klingen dazu, die kriegt man aber in sämtlichen Unverpackt-Packläden. Aber auch, mir war mal so, dass ich die auch im DM gesehen habe. Von Wilkinson. Ja, also die gibt es da auch. Wie gesagt, dieses Ding hat 25 Euro gekostet und ich werde euch berichten darüber, ob ich mir mal wieder so richtig fett in die Beine geschnitten habe oder nicht. Ich habe echt. Wenn ich mir denke, so hier und du schneidest dich. Also Vorsicht ist geboten, das Ding ist echt mega scharf. Dann hat Leon ja ein Produkt rausgebracht. Den werde scharf, bitte. Werde scharf. Das ist der Liquid Hydrator. Meine Kamera will nicht scharf werden, dann lassen wir es. Der Liquid Hydrator, den kannst du auch auf der Kopfhaut anwenden, aber auch am ganzen Körper. Du bist halt nicht hier, du musst dich nicht hier nur damit behandeln. Das ist immer so eine Sache, du kannst im Endeffekt Pflege auf dem ganzen Körper verwenden, außer sie ist mega beduftet. Im Gesicht ist das nix. Ich habe immer das Problem, und dieses Produkt war für mich deswegen interessant, ich habe immer das Problem, dass ich unwahrscheinlich schnell fettende Haare habe. Die sind so krass. Und seit dem Pille absetzen ist es einfach noch krasser geworden. Ich hatte das schon früher, aber jetzt ist es ganz heftig. Und es ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, auch für deine Haut im Gesicht, wenn die extrem fettet, dann ist die feuchtigkeitsarm tatsächlich. Und ich habe eh oftmals eine gereizte Kopfhaut. Und habe das schon jetzt ein paar Mal auf der Kopfhaut angewandt, aber auch im Gesicht. Und bin echt krass zufrieden. Ihr wisst ja, bei so Gesichtspflege musst du immer so ein bisschen warten. Mal so 3, 4 Wochen gucken, wie sich so verhält. Aber das beruhigt halt so gut auf der Kopfhaut. Ich bin nämlich immer so jemand, der auch so ein bisschen kratzen muss und so. Das werde ich mir auch nachkaufen. Das hat, glaube ich, grob um die 10 Euro gekostet und das lohnt sich auch. Mal schauen. Also wie gesagt, das ist noch nicht leer. Und in der Anfangszeit ist man immer so ein bisschen gehypt von solchen Sachen. Ich bin jetzt nicht so der mega Eye Cream Fan. Ich habe jetzt schon zwei vorgestellt. Eine dritte habe ich getestet. Die hat gar nicht funktioniert. Aber für mich war auch dieses Produkt hier interessant von No. Das ist ein Augenprodukt mit Retinol, da ist anscheinend so eine Kugel drauf. Habe ich jetzt alles noch nicht ausgepackt. No sagt von diesem Produkt, man muss es nicht unbedingt haben. Man kann es aber mal versuchen. Weil eine verträgliche Form von Retinol, ist es ein Retinoid drin. Also wie gesagt, eine verträgliche Form enthalten ist, besonders an den Augen. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob das irgendwas bringt. Und das könnte ich mir aber auch vorstellen, dass ich dieses Produkt dann später auch weitergeben werde. Wir haben im Discord bei mir jetzt eine Art Tauschbörse, gerade für solche Produkte, die irgendwie ja nicht funktionieren oder die man nicht leer kriegt oder so, dass man eben nachhaltig reagiert und diese Produkte einfach an die nächste Person weitergibt, bevor sie abgelaufen sind. Vielleicht hast du Bock, bei uns im Discord vorbeizuschauen. Du findest uns unten in der Infobox. Einfach mal draufklicken und uns dann auch ansprechen, wenn das nicht klappt. Also wenn man sich mit dem Discord nicht so wirklich auskennt. Man muss Discord ein bisschen eine Chance geben. Ich bin da auch noch nicht so lange dabei. Ich habe das Täschchen übrigens für den Rasierer vergessen.
Der kommt da rein. Das war aber mit dabei. Das war mit dabei. Und ich glaube, hier kann man Klingen reinmachen. Ja, kann man. Richtig cool. Also die Klingen passen hier rein. Und dann hat man einfach echt so ein Täschchen, wo alles zusammen ist und wo der Rasierer auch gut Platz findet. Also den würde ich tatsächlich nicht im Badezimmer liegen lassen, weil das Täschchen wird dann irgendwie auch unschön, das kennt ihr. Badezimmer ist es ja hauptsächlich immer feucht, von dem her. Ja, dann haben wir auch ein chemisches Peeling mit AHA und PHA wieder. Also generell heißt es halt schon, dass wenn du AHA nicht verträgst, stattdessen PHA verwenden kannst. Das verträgt man einfach dann ein bisschen besser. Aber hier kommen halt beide Säuren drin vor, man muss es halt ein bisschen aufpassen. Und bei Säuren, liebe Leute, ich habe ein Video über Säuren gemacht. Bitte immer auf eure Haut achten. Wenn eure Haut euch sagt, juckt, also hatte ich jetzt gestern Abend mal wieder, dann muss man einfach ein paar Schritte zurückgehen und ein bisschen aufpassen. Ich packe an der Stelle immer wieder die Geschichte aus mit den PR-Samples und dass ich mir da halt so richtig schön eine Hautreizung geholt habe. Und das merkt sich halt die Haut. Ist wie bei Sonnenbrand auch, also echt nicht übertreiben. Und ich bin auch gespannt bezüglich dieses Produkts, was das kann. Wird es natürlich auch ein extra Video dazu geben. Und das letzte ist natürlich das Slow Aging. Von dem habe ich viel Gutes gehört. Also da bin ich echt auch mega gespannt, echt eine Sache zu haben, die so ein bisschen auch beruhigt. Also zumal das hier weniger beruhigend ist, aber das hier ist halt echt eine richtig schön beruhigende Sache. Und das verspreche ich mir von dem Slow Aging Serum eben auch. Und eben so ein bisschen den Alterungsprozess aufhalten, ist natürlich auch eine tolle Sache. Und liebe Leute, das beste Slow Aging ist Sonnenschutz. Wenn ihr Säuren verwendet, wie das und das hier, müsst ihr so oder so Sonnenschutz anwenden. Das ganze Jahr über. Nicht nur im Sommer. Das ganze Jahr. UVA-Strahlung gibt es immer. Und wenn man Säuren verwendet, dann nimmt man eben auch die Hauptschüppchen von der Haut runter. Und das ist natürlich für die UVA-Strahlung, die immer da ist, gefunden ist gefressen. Also ihr müsst da wirklich aufpassen. Und wer Säuren verwendet, muss Sonnenschutz anwenden. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass mal einen Kommentar. Kennst du die Produkte? Hast du davon schon was ausprobiert? Schreib mir gerne mal deine Sicht der Dinge. Würde mich echt interessieren. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!